Kai und Gerda wohnen Haus an Haus. Sie treffen sich oft auf dem Dach und spielen unter ihren Rosenbüschen. Zusammen mit der Großmutter haben sie ein Leben voller Freude und Spaß. Du bist eine Kichererbse. Du bist eine Kichererbse. Du bist eine Kichererbse. Doch eines Tages wird Kai von dem Splitter eines Zauberspiegels getroffen. Auf einmal verhält er sich kalt und sein Herz erstarrt zu Eis. Ah! Oh. Oh, jetzt hat mich auch noch was ins Herz gestochen. Soll ich mal nachschauen, Kai? Nein, lass. Es ist nichts, hab ich gesagt. Warum heulst du jetzt? Du bist hässlich, wenn du heulst. Kai! Das ist doch wahr. Gerda, du musst nicht traurig sein. Dann gehen wir beide in die Stadt und kaufen Mehl und Zucker und Zimt. Und ich nehme meinen Schlitten und gehe mit den großen Jungs rodeln. Nach dem Rodeln ist Kai spurlos verschwunden. Seine beste Freundin Gerda kann nicht ohne ihn. Also nimmt sie all ihren Mut zusammen und macht sich auf die Suche. Auf ihrer Reise begegnet sie den verschiedensten Herausforderungen und skurrilen Persönlichkeiten. Wie zum Beispiel einer Blumenfrau mit Zauberkräften. Die will Gerda für sich behalten und schickt sie mit Zauberkirschen in eine Traumwelt, um Kai zu vergessen. Wie ist dein Name? Ich bin die Lilie und ich dufte. Aber sag mir, schönes Kind, hat dich getrieben hierher der Wind? Ich bin die Sonne. Die Rosen! Kai! Wie konnte ich dich nur vergessen? Die Schneekönigin ist ein Puppenspiel für Kinder ab 6 Jahren. Es ist nach der Originalvorlage des Märchens von Hans Christian Andersen interpretiert. Deswegen sind Kai und Gerda hier auch keine Geschwister, sondern Freunde. Regie des Stücks führt Ute Kotte. Zusammen mit den Schau- und Puppenspielern Josephine Egri, Werner Bauer und Hauke Greve wollte sie das Stück auf die große Bühne des Piccolo bringen. Die Schneekönigin hat eine sehr große Geschichte, also eine Vielfalt an Geschichten, das ist ein großes Thema. Und in der großen Bühne es mit 3 Leuten so zu spielen, finde ich einfach, fand ich den Gedanken zu klein, das nur mit Figurentheater zu machen. Es hat den Vorteil, dass wir jetzt ganz viel, das Bühnenbild ist ganz toll, wir haben sozusagen ein bewegendes Haus und daraus können wir viele Bilder stellen und es füllt den Raum schön aus und das war der Ansatz mit der Anke Lenz zusammen, die auch die Ausstattung gemacht hat, die Grundlagen dafür so zu schaffen, dass so viel möglich ist. Das Puppenspiel hat viele Szenen mit einer Menge Witz, regt mit ernsten und emotionalen Passagen aber auch zum Nachdenken an. Denn hinter Gerdas Reise steckt auch der Weg des Erwachsenwerdens und der Gedanke, sich dabei selbst treu zu bleiben. Vertraut auf euer Herz und auf eure Emotionen, eure Verletzlichkeit. Das ist ein total großes Gut. Und ja. Kind bleiben. Kind bleiben, genau. Also bleibt neugierig, bleibt freudig auf das, was im Leben auf euch zukommt. Und wenn es noch so schwer ist, es wird einen Grund haben. Und bis jetzt, für Gerda war es immer so, jeden, den sie getroffen hat, hat ihr irgendwo auch was gegeben, damit sie am Ende zu Kai kommen kann und ihn wieder nach Hause bringen kann. Wer wissen will, was Gerda auf ihrer Reise alles erlebt, ob sie Kai findet und sein kaltes Herz zurückerobern kann, der muss ins Piccolo-Theater gehen. Die Premiere des Puppenspiels Die Schneekönigin ist am kommenden Sonntag um 15 Uhr. Weitere Vorstellungen des Weihnachtsstücks sind noch den ganzen November und Dezember zu sehen. Kai, ich komme! Bleib, kleines Mädchen, bleib!